während gekocht wird, wollte ich hier weitermachen mit meinem Groove Synthesizer XWG1 Hybrid Processing Sound Source von Casio. Und I don't only have assignable knobs, but I've got also an oscillation block and an deviation generator, total filter, LFO and the step sequencer. Und ich lese die Anleitung auf Deutsch vor und ich habe kennengelernt im Teil allgemeine Anleitung, den Teil links, das ist dieser Teil, und jetzt bin ich angekommen bei der Mitte. Und zur Mitte habe ich mir hier einen Verstärker, der ist am Freitag angekommen, den habe ich gestern hier in die Wohnung gebracht, besorgt, und ich kann wahrscheinlich schon, also ich kann schon einen Krach damit machen. Ich habe ein Sound-Preset eingestellt, welches das ist. Also was hier so, man kann auch Knöpfe für dran kommen. Ich habe das nicht verstanden. Wichtig ist, dass hier Perform und Rotary Orgel steht. Ich habe auch schon mal was gespielt und es hat gar nicht so schlecht geklungen. Ich kann das mal gerade vormachen. Währenddessen stelle ich vielleicht die Uhr auf 20 Minuten. So. Kann man sehen, wie viel Zeit noch ist. So. Das war hier aus dem Buch. J. Kumbaya, mein Wort. So. Da ist es wieder passiert. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich weiß, dass Aus- und Einschalten funktioniert. Und ich muss es leider. Funktioniert. Und dazu gibt es halt hier. Power dient zum Ein- und Ausschalten des Stroms, und der Knopf Volume regelt den Lautstärkeregler. Lautstärkepegel, der ist ein ganz kleiner Vorteil. So, Power. Tada. Und Lautstärke.
funktioniert. Das ist hier. So, die oberen drei Tasten wählen den Synthesizer-Modus. Der ist Perform, Tone and Step Sequencer. Die unteren drei Tasten dienen zum Bearbeiten und Speichern von Klang und anderen Daten. Das ist Edit, Setting and Write. Demo or Player. So. Das ist unter 7. Sowie für systemübergreifende allgemeine Einstellungen, was auch immer das damit gemeint ist. 8, das ist hier, das ist dieser Teil Tempo. Diese Tasten dienen zum Einstellen des Tempos für die Step-Sequencer, Fragen und sonstige Wiedergabe. 9 ist hier Part. Diese Tasten dienen zum Wählen eines Parts für die Bearbeitung mit dem Step-Sequencer oder Mixer. 10. 10 ist hier dieser rote Teil. Step, Start, Stop, Chain, Delete, Insert und Select. Diese Tasten dienen zum Wählen eines Schritts für Wiedergabe oder Bearbeitung mit dem Step-Sequencer. 11. L4 ist der Step-Sequencer mit den Patterns. Diese Tasten dienen zum Wählen eines Step-Sequencer-Patterns. Das ist G11 und G52. 12. Sample, Record, Select, Play, Stop. Diese Tasten dienen für Sample-Loop-Aufnahmen und Wiedergabe auf G64. 13. Das ist hier dieser Teil. Arpeggio, Hole, Mixer, Keyplay, Play, Stop, Record. Wo sind wir gerade? Wir sind bei 13. Diese Tasten dienen zum Ein- und Ausschalten der Arpeggio- und Haltefunktion und zum Ändern von Mixer- oder Effekteinstellung kann ich auch gerade nichts mit anfangen. 14. Also das ist das hier und 14 ist was ähnliches. Diese Tasten dienen für Phrasensequenzeraufnahme und Wiedergabe. 15. Hier ist das Rad. Club Jazz. Dieses Rad dient zum schnellen Ändern von Nummern und Werten im Display. Das ist hier Perform, Rotary, Organ, Hideout, Full Drawbar. Ja. 5,8 muss ich mir merken. So. Das war's auch schon in dem Teil. Mit 15 in dem Rad hat das aufgehört. Rechts. 16. Das ist der Teil hier.
Diese Tasten dienen zum Wählen einer Klangnummer, Performance-Nummer und so weiter. Die rechts liegenden sechs Tasten dienen zum Bewegen des Cursors auf dem Bildschirm. Hier, genau das. Da gibt es rauf, runter, rechts, links, Exit und Enter. Sehe ich auch ein. Menu, No, Yes. Gehört auch dazu. Und diese Tasten dienen zum Ändern der Tonhöhe eines Klangs durch Antippen. Und dann gibt es unten links einmal Bänder, dienen zum Ziehen von Tönen und Modulation hier zum Auflegen von Vibrato. Modulation ist wahrscheinlich auch die Steuerung der Hüllkurve mit gemeint und nicht nur das Vibrato. So. Ich habe auch noch ein Synthesizer-Buch und ich habe, wie gesagt, das Handbook of Electrical Engineering Volume oder Edition 2, nicht Volume, Edition, zweite Auflage. Da wollte ich auch mal reingucken, damit ich auch weiß, was was ist. Und ich habe hier auch noch die englischsprachige Anleitung. So. Rückwärts, siehe nächste Seite. Und dann geht's hier los. Anschlüsse.